Der achte und letzte Teil des Radabenteuers in Australien, Neuseeland 2004 mit Volker, Marcello und David als Fotoserie. Wollt ihr wissen, wie es endet? Nach dem Intro erzähle ich euch mehr dazu. Hallo und herzlich willkommen bei Heldenhaft, dem Kanal, der sich nur mit Radabenteuern beschäftigt. Ja, Leute, letzter Teil der Fotoserie über das Radabenteuer Australien-Neuseeland 2004 mit Volker, Marcel und David. Es gibt heute einige Unterbrechungen zwischen den Fotos, die heute nicht ganz so viele sind im letzten Teil wie in den vorherigen Teilen. Also seid nicht überrascht, wenn ich ab und zu mal ausblende, aber die Erklärungen sind einfach nötig. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur viel Spaß bei der Fotoserie. Genau, los geht's. Und zwar mit dem Abschluss der Reise von Melbourne nach Adelaide. Die letzten Kilometer, man sieht schon die Stadt Adelaide im Hintergrund. Ankunft in Adelaide. Und zwar diesen Backpacker haben wir uns ausgesucht, um da dann zu übernachten. Die Jungs und Volker, die sind lecker, wie man sieht. Muss ich, glaube ich, nicht mehr erklären. Ja, ist selbstredend, dieses Foto. Dann ein paar Tage später, nachdem wir da ein paar Tage verbracht haben, auch Kangaroo Island besucht haben, haben wir uns auf den Weg gemacht mit dem Bus von Melbourne nach Sydney. Denn in Sydney wollten wir mit dem Flugzeug rüber nach Neuseeland, nach Auckland. Und das haben wir dann auch getan. Diesem Datum, das gerade eingeblendet war, habe ich jetzt selber nicht gesehen. Na gut. Jo, ich glaube, das ist Horror für jeden Fahrradfahrer, wenn es keinen Aufzug gibt in irgendwelchen Bahnhofsgebäuden und so weiter. Da muss man halt das Fahrrad der Treppe hoch oder hochschieben. Ja, Marcel und wer ist denn da im Hintergrund? Da kenne ich überhaupt nicht. Ein Fremder bestimmt am Flughafen in Sydney, wo wir erstmal übernachtet haben in der Nacht, um auf jeden Fall am anderen Morgen einen Flug auch zu kriegen, rüber nach Auckland in Neuseeland. Ja, fantastisch klares Foto. Das ist das Flugzeug, mit dem wir dann rüber geflogen sind. Ungefähr 3 Stunden Flug, wenn ich mich nicht irre. Waren schon eine ganz schöne Ecke, 3000 Kilometer zwischen Australien und Neuseeland ungefähr. Jo, dann ziemlich mystisch da der Flughafen in Neuseeland. Hat da richtig Spaß gemacht. Weil der so außergewöhnlich war. Ich glaube, ich nehme das Mikro mal in die Hand. Ne? Achtung, raschelt ein wenig. Ja. Jo, und dann von Auckland aus haben wir dann auch direkt die Fahrradtour gestartet und haben dann an diesem Ort unsere erste Nacht verbracht. In irgendeinem Park war das, glaube ich, oder so. Volker natürlich wieder in seinem Metier. Der hat immer die Fahrräder repariert, hier in dem Fall die Speichen mal wieder neu gespannt. Hier passiert was ganz Besonderes. Aber das erzähle ich euch jetzt gleich im Anschluss. An der Baustelle. Viel eine Entscheidung. Ja nun, direkt nach dem Start in Neuseeland, die Radtour, haben Volker und ich uns mal wieder aus pädagogischen Gründen getrennt. Volker fuhr mit Marcel seines Weges, ich mit David meines Weges. Und zwar in entgegengesetzte Richtung. Volker zur Halbinsel Coromandel und ich zu meinen neuseeländischen Bekannten in Richtung New Plymouth. Weil ich natürlich, wenn ich allein unterwegs bin. Was habe ich gemacht? Ich habe mir dann hier Plymouth ein Auto gemietet und bin dann die Strecke, waren gut 400-500 Kilometer, bis zum Volker gefahren. Da sind wir wieder aufeinander getroffen und hier setzt die Fotoserie dann wieder an. Ja, nun waren David und ich allein unterwegs und nach den ersten Kilometern haben wir da einen Übernachtungsplatz gefunden bei einer Frau mit Sohn. Die hat ein großes Gelände, wie man hier wunderschön sieht auf diesem Foto. Und da haben wir unser Zelt aufgebaut und uns breit gemacht. Das war in Tekawata, genau so ist der Ort, Tekawata. Und jetzt weiter mit David. Wie gesagt, ein bisschen langweilig zu zweit alleine. Also mir gefiel die Trennung gar nicht, aber war halt der Sachlage geschuldet. Ja, an irgendeiner Pausenstelle auf dem Weg in den für mich berühmten Ort Pio Pio, da haben sich einige mysteriösen Geschichten abgespielt. Kraut der David denn da an irgendeiner Pausenstelle? Keine Ahnung. Zieht ihn dann? Oh, schwer zu erkennen auf dem Foto. Wenn einen großen Bildschirm hat, erkennt das deutlich besser.
Ja, einer der typischen Postkarten von Neuseeland. Die Schafe sind natürlich das Nationalsymbol. Ich glaube, es gibt mehr Schafe als Einwohner in Neuseeland. Die Rückseite, da konnte man dann irgendwelche schönen Sachen ankreuzen und dann eben verschicken an die Oma oder wen auch immer. Jo, Pirongo, die Pausenstelle, oh, war gar nicht Pio. In Pirongo, da haben wir uns auf den Garten dieses Mannes, der jetzt abgebildet ist, breit gemacht. Der war so nett zu uns. Ja. Also zum Abendessen eingeladen, dann auch direkt am anderen Morgen, wie man jetzt gleich sehen wird, auch zum Frühstück eingeladen. Ich hatte ja immer an Jesus Christus erinnert, sah immer aus, so wie Jesus leiden. Aber wie gesagt, er war total freundlich und wir waren glücklich über einen ganz tollen Gastgeber. Hier ein bisschen aus der Nähe, der war wohl alleinstehend und wirkte immer ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja, so im Rückblick. Ja, weiter ging die Fahrradtour. Da wird mal wieder sitzend. Der hat seine Pause immer sitzend verbracht. Ich weiß auch nicht warum. Volker war inzwischen auf dem Weg zur Coromandel Halbinsel, habe ich ja gerade gesagt. Und wir dann eben in Richtung New Plymouth, wo ich meine Bekannten hatte, die ich dann schon 4 Jahre vorher angetroffen hatte auf der Reise mit dem Marcel durch Australien und Neuseeland. Ja, New Plymouth, 180 Kilometer, eine ganz schöne Ecke. Und da ging es auch ganz schön unrund zu. So, und jetzt kommt der berühmte Übernachtungsort in Pio Pio, wo ich halt 4 Jahre vorher so eine Horrorgeschichte erlebt habe. Alles in meinem Buch, was Michael Letzte Chance, Australien. 31. März mittlerweile, für uns ging es weiter Richtung Uruti. Hier sieht man sehr deutlich, wie unrund die Landschaft war. Aber die war einmalig auf der Nordinsel von Neuseeland. Leider war das Wetter jetzt nicht so vorbildlich. Also Sonne schon, Gott sei Dank kein Regen. Aber eben, ja, ein bisschen frisch war es schon. Ich wundere, dass ich da ein T-Shirt trage. Und, mache ich da Qualm? Oh je, leider auch wieder. Ja, wie gesagt, in meinen neuen aktuellen Radtour-Videos habe ich mir selber verboten, mich abbilden zu lassen, dann werde ich noch einhalten. Malerische Landschaft an dieser Küste. Hin zum Vulkan Mount Taranaki, den wir gleich auch noch sehen werden. Der ist auch so einzigartig und alleinstehend wie der Fujiyama. Jo, David stellt sich parat für eine tolle Aufnahme. Als nächstes kommt ein sehr aussagekräftiges Foto. Ja, vielleicht wollte ich einfach nur darstellen, wie grün einfach Neuseeland ist. Das ist die Nordinsel von Neuseeland zumindest. Diese Pausenstelle spielt auch eine eigene Geschichte. Da kann man auch nachlesen im Buch Michael Letzte Chance Australien. Da haben wir nämlich die Familie Berridge 4 Jahre vorher kennengelernt. Und genau an dieser Stelle. Und auf dem Weg waren wir. Ja, und ich wollte einfach ein Erinnerungsfoto machen. Jo, Boyskin, ja, weiß ich, Pausenaufnahmen, ne? Wenn man auf Fahrradtour ist, ne? Da habe ich weniger Fotos geschossen. Ja, geniale Landschaften, Leute. Also ich kann jedem einfach nur meine Reise nach Neuseeland empfehlen. Und haben da auch wieder in Uruti dann einen wunderschönen Zeltplatz aufgefunden. Ein ganz kleiner Park im Ort. Man sieht richtig idyllisch. Wir hatten da ausreichend Platz, wie im Hintergrund zu sehen ist. Wir campieren aber auf der gegensätzlichen Seite der Brücke. Also im Blickrichtung vom David. Ja, und dann am Nachmittag, habe ich keine Aufnahme gemacht von Mount Taranaki auf dem Weg dahin. Da sind wir nämlich schon bei der Familie Berridge im Garten, die waren noch arbeiten und wir haben uns einfach breit gemacht. Die wussten aber ungefähr, dass wir kommen. Ja, und hinten links Steven, unten rechts vorne die Christine, unvergessene Familie. Steven war aus der Nähe, war ein sehr lustiger Typ und sehr kommunikativ, intelligent. Also klasse Familie, klasse Ehepaar mit ihren 2 Kindern, Toni und Ashley, ich erinnere mich noch. Und genau in diesem Kellerraum, ist tatsächlich ein Kellerraum, also etwas tiefgeschossiger, hatten wir unseren Übernachtungsplatz, den wir dann auch genutzt haben. Ja, bevor wir eine neue Idee hatten, von der ich ja berichtet hatte vorhin in der Einblendung, haben David und ich uns in New Plymouth ein bisschen auf den Weg gemacht und die Stadt auch ein bisschen erkundigt. Haben uns genau diesen Mietwagen zugelegt, mit dem wir dann wieder zusammen
überraschend und nicht wissend dann wieder zum Volker fahren wollten. Letztes Bild von Christine und Steven, bevor wir halt Richtung Volker unterwegs sind. Und das ist der Backpacker, wo wir Volker und Marcel dann in Waldeck-Kartlöwen wieder getroffen haben. Ich glaube, 390 Kilometer war die Strecke bis dahin. Also wir waren nach 4-5 Stunden waren wir ungefähr da. Ist nicht wie in Deutschland die Autobahn fahren. Ja, herrliches Wiedersehen. Und ich glaube, das war's schon an Fotos. Ja, das war dann die Fotoserie über das Fahrradabenteuer in Australien und Neuseeland. Wir haben dieses Projekt im Rahmen eines individualpädagogischen Reitprojektes dann noch fortgesetzt, haben uns da ein Auto gemietet und haben dann echt die ganze Nordinsel von Neuseeland abgefahren. Da das nichts mit Radabenteuer zu tun hat, werde ich diese Fotos dann auch nicht veröffentlichen. Das wäre vielleicht interessant für Neuseeland-Liebhaber, aber nochmal, hat nichts mit Fahrradabenteuern zu tun. Deshalb sage ich bis hierhin erstmal Dankeschön für die Begleitung zu diesem Radabenteuer 2004. Beim nächsten Mal im Rahmen der Nostalgie-Ecke geht es weiter mit einer Kurzfahrradtour mit einem anderen Jugendlichen im Rahmen eines individualpädagogischen Projektes, nämlich über ein Radprojekt, als wir die Insel Thasos in Griechenland umrundet haben, nachdem wir von Drama bis Kavala auf Pesna schon einige Kilometer zurückgelegt haben. Ja, schaut mal in die anderen Filme rein. Ich habe ja aktuelle Radreisen so über Türkei und so weiter, Müller an der Ruhr, Frankreich, England. Habt viel Spaß. Ich sage bis dahin, ciao, euer Helge.